Stillstand bedeutet Immunität, Stillstand auch Tod. Laufen Sie dem Tod und der Gebrechlichkeit davon. Frailty würde ich mit Gebrechlichkeit ins Deutsche übersetzen, trifft aber nur die halbe Wahrheit. Der Frail-Patient hat einen Muskelschwund, Neuropathie, Sturzgefahr, Angst, Depression. Das kann man subsumieren. Es ist der alte, gebrechliche Mensch, der bei Erkrankungen oder medizinischen Behandlungen besonders gefährdet ist. Viele Vorerkrankungen, Zustand nach Schlaganfall, Neuropathien, Polypharmazien, Niereninsuffizienz, Muskelschwund und Immunität. Sie können Frailty davonlaufen, bewegen Sie sich, tanzen Sie, kaufen Sie einen Hund, mit dem Sie um die Ecken gehen. Sprechen Sie mit den Menschen, lesen Sie nicht die Zeitung, sondern sprechen Sie mit Ihrer Liebsten, Ihrem Leben über die Zeitung, über die aktuellen Situationen. Schließen Sie sich nicht ein, halten Sie Kontakt, suchen Sie Senioreneinrichtungen auf, Seniorensport. Bleiben Sie aktiv im Leben.